Ja, liebe Leute, ich begrüße euch hiermit zu einer weiteren Aufnahme des Weihnachts-Abonnenten-Projekts. Und da springt sie auch gleich mir hier ins Bild. Und zwar ist diesmal dabei die Trissi-LP. Hallo. Hallo. Und ja, sie hat sich... Aua! Was soll das? Nichts. Und sie hat sich schon entschieden. Und zwar baut sie hier hin. Soweit ich richtig erfahren habe, gell? Hier? Ja. Okay. Und dann wünsche ich dir einfach mal viel Spaß erstmal hier. Okay. Und sie nehmen dieses Mal auch auf. Die anderen zwei davor haben noch nicht aufgenommen. Genau. Wegen zeitlichen Gründen und alles Mögliche. Und ihr könnt natürlich auch bei ihr vorbeischauen. Ja. Der Link ist natürlich unten in der Beschreibung. Und wir haben letztes Mal eine Challenge angefangen. Und zwar solltest du vielleicht so in 20 Sekunden... Eine Challenge, also in 20 Sekunden versuchen, deinen Channel zu erklären, was da so kommt und alles Mögliche. Hast du gerade eine Stoppuhr da, oder? Ne, ich kann es sehen bei Oda City. Was jetzt? Ja, 20 Sekunden. Okay, sag 3, 2, 1, los. Okay, 3, 2, 1, los. Ja, also mein Kanalname heißt TrissiLP. Ich beginne am 1. Jänner wieder mit YouTube-Videos. Ich hatte jetzt eine kurze Pause. Darauf mache ich Minecraft, jetzt aber auch mehr Shooter-Games. Und ja, es kommt Minecraft PvP, aber auch ab und zu Specials, Community-Projekte und auch Facecam-Videos. Ende. Ja gut, es waren eigentlich genau 18 Sekunden. Ja, ich habe versucht, schnell zu reden. Man hat's gehört. Und für alle, die aus Deutschland kommen, Jänner ist Januar. Genau. Für die, die nicht der österreichischen Sprache nicht so gewachsen sind, dann muss man sagen, sie kommt aus Österreich. Genau. Und soll ich dir helfen beim Einebnen? Denn ich hab... Also jetzt leckt's übelst. Echt? Ja, okay, jetzt geht's wieder. Ich glaube. Zwischendrin leckt's. Ja, es kann sein, weil mein Vater ist gerade unten im Internet, deshalb... Ach so, okay. Ja. Boah, meine Maus, ich könnte die so prügeln. Brauchst du Erde? Weil ich hab ganz viel Erde, die ich nicht brauche. Ja, kannst du mal gern vorbeibringen. So. Man sieht, die Stadt wächst, mein Haus, ja, das bleibt einfach mal so. So, was mache ich denn hier? Hier mache ich Eisen. Erde. Ich habe nämlich ganz viel schon mal gefarmt. Okay. Weil man weiß ja nicht, wofür man das alles braucht. Zum Beispiel gerade fürs Einebnen. Weil eigentlich ebne ich immer ein, indem ich Erde wegklatsche und nicht hinsetze. Ja, ist bei mir eigentlich auch meistens so. Nur jetzt hier bietet sich das an, also ich das jetzt auszufüllen. Ich hoffe natürlich, bei dir leckt's nicht so in der Aufnahme. Ach nee, muss klappen. Ich nehme jetzt noch mit meinem alten Laptop auf, weil ich es nicht auf die Reihe bekomme, jetzt die letzten zwei noch zu installieren. Ja, aber ich glaube, es liegt jetzt wirklich hier an meinem Server, weil ich kann ja mal sagen, dass ich nicht einen extra Server oder so gemietet habe, sondern ich lasse es hier auf meinem Heim-PC laufen. Mhm. Also, ich hoffe, es geht einigermaßen vom Lecken. Ja, also... Und ich habe eigentlich nie gedacht, dass mit der Internetverbindung... Ja, was willst du mehr? Ja, und meine Zuschauer werden sich jetzt vielleicht auch denken, what the fuck? Ich dachte, es kommt ein Weihnachtsspecial. Ja, uns ist nichts Besseres eingefallen und ja. Ja, ehrlich gesagt, wir haben uns auf YouTube getroffen eigentlich schon länger und ich war, glaube ich, einer der ersten Abonnenten bei dir. Und ich muss ja ehrlich sagen, wo du dann aufgehört hast, dass ich konnte es einfach nicht verstehen. Deshalb freue ich mich natürlich auf den 1. Januar. Wo ist Erde? Ich mache gerade alles schon zu. Und es ist alles zu. Ah, und ich denke mir so, jetzt komme ich mal vorbei und klau dir Erde. Wenn du willst, kann ich dir ein paar Stacks geben hier noch. Dirt. Danke. So, bitteschön. Falls noch irgendwas brauchst, ich hätte noch ein Stack Holz. Ja, wäre nicht so schlecht. Weil ich brauche, ehrlich gesagt, ist mein Haus fertig. Ach ja, genau. Essen hab ich dir ja noch gegeben, gell? Ja. Hier, wo ist schon die Eisenschaufel her? Geklaut. Von mir? Nee. Okay.
Also ja, nochmal zurück. Und zwar wollten wir eigentlich zusammen ein Weihnachtsspecial aufnehmen und das sah so aus, wir wollten eine Adventure Map spielen. Aber wenn ich ehrlich bin, wir haben keine richtige Weihnachts-Adventure Map gefunden. Genau. Also wir haben jetzt gerade eben noch geschaut, also ob ich eine finde, ob Trissi eine findet. Aber ehrlich gesagt, wir waren zu inkompetent dafür. Genau. Und besser gesagt, wir hatten, glaube ich, ein oder zwei hatten wir. Jo. Ich weiß gerade gar nicht. Aber Leute, die wolltet ihr euch nicht antun und die wollten wir uns nicht antun. Deshalb kommt jetzt, dann habe ich gesagt, ja komm, nehmen wir doch Weihnachtsspecial auf. Ich habe ja hier gerade eh so ein Projekt am Laufen. Haben gesagt, ja, war sie gleich mit einverstanden. Ja, weil ich bin voll der Fan von diesem Projekt. Und dann alle meine Zuschauer, die hier auch mal mitmachen möchten, die melden sich einfach bei Chabak LP, natürlich Link auch in der Beschreibung. Echt? Ja, Ah, und es ist okay. halt so ein Community-Projekt von euch. Ihr seid ja so ein Team, Genau. nicht so wie ich, Forever Alone. Forever? Und Nee. Ich habe Cobbles gefarmt letztes Mal. Genau, ich erinnere mich. ja, ich Damit habe habe ich Cobbles aufgehört. geklaut. Nee, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Habe ich da bei Chamba ein bisschen Cobble gefarmt? Das ich jetzt erstmal hier ablegen werde. Also, wir freuen uns natürlich. Wenn sich jemand meldet, keine Frage. Genau, ja. Ich freue mich genauso, weil ich dann wieder was Neues zu sehen bekomme. Oh Gott. Ich brauche Glas. Ich habe letztes Mal ganze Manuel mein ganzes Glas gegeben, ich Vollidiot. Das habe ich auch mitbekommen. Warum habe ich das gemacht? Manuel, wenn du zuguckst, ich liebe dich. So. Ach, hier haben wir ja Sand. Aber es kann sein, dass auf meinem Kanal noch irgendein anderes Weihnachtsspecial kommen wird. Ich muss mir erst das überlegen. Höchstwahrscheinlich kommt eh nichts, aber ich meine, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also, ehrlich gesagt, uns war eigentlich von Anfang an klar, dass wir jetzt irgendwie, dass wir jetzt ein Weihnachtsspecial machen werden von uns vom Kanal. Aber uns ist nichts eingefallen. Ich und Jonas schreiben nachts immer so, ja Jonas, hast du jetzt was? Nee, hast du was? Auch nicht. Also wir waren da locker seit Anfang November am Grübeln, was wir jetzt da machen sollen. Weil Ja. uns ist wirklich null eingefallen. Also bei mir ist das Problem, also mir wäre sicher irgendwas eingefallen, wenn ich ein Jahr vorher überlegen angefangen hätte. Ja. Aber ja, ich weiß jetzt noch nichts. Und ich meine, schon in 8 Tagen ist Weihnachten. Was? Oh ja, oh mein Gott. Ach du Heilige. Scheiße, Weihnachtsgeschenke kaufen. Alter, Ja. das ist der größte Stress bei uns. Echt? Ja, da Aber kann ich. Ja, da Alter. fahre ich kurz nach Studi und fertig. Hunderte Menschen auf einem Haufen, die sich alle angucken, so wenn sie sich kurz vorm Umbringen wären. Boah, ich sag's dir, am Wochenende war man in Stuttgart, ich und mein Vater, das ist gleichzeitig auch noch Weihnachtsmarkt, boah. Leute, geht nie nach Also, Stuttgart. ich freue mich jetzt also in 2 Tagen, da ist Mittwoch. Also wir nehmen das Ganze jetzt am Montag auf und da fahren wir von der Klasse aus nach Spoiler. Klagenfurt. Dann erstmal auf das Christkindlmarkt, auf den Christkindlmarkt, so heißt das bei uns. Ach du Schande. Und ja, dort chillen wir dann so 1, 2 Stunden und danach gehen wir Fuck you Goethe ins Kino angucken. Boah, wie geil. Und das Geilste ist ja, unser Klassenvorstand, sie hat Psychologie und alles so einen Dreck studiert. Ja. Und keiner von uns hätte gedacht, dass die uns das erlaubt. Wir Echt? hätten alle gedacht, ja, Alter, ohne Scheiß. Vor allem, weil wir haben halt Raucher und so in der Klasse. Was habt ihr? Raucher und auch Ritzerinnen, alles nur. Achso. Und die hat da so ein Drama draus gemacht. Einen Elternabend, bla bla bla. Aber meine Taktik ist ja, vorm Elternabend immer schön brav sein, damit dann die Eltern nichts erfahren, wie du wirklich in der Schule bist. Okay, das ist gut. Ja. Ich habe nur Lob kassiert. Wirklich? Ja. Und meiner Mama habe ich noch gesagt, bevor sie zu den Lehrern gegangen ist, glaubt sie nichts. Oh mein Gott. So, jetzt muss ich überlegen,
wie ich bauen werde. Also ich werde auf jeden Fall nicht so groß bauen. So wie Manuel. Oder so wie ich. Ja, okay. Ich habe ja mehr Zeit wie ihr. Ich kann ja die ganze Zeit weiter bauen. Ich überlege gerade, wie groß. Ich meine... Ein Zimmer, zwei Zimmer. Eingang plus Zimmer, weiß ja nicht. So, jetzt ich baue gerade irgendwie, mir fällt auf, dass ich voll verschwenderisch baue. Echt? Ja. Lass mich mal sehen. Ich sehe es nicht von hier. Scheiße. Ich reiße es schon wieder ab. Oh mein Gott. Oh, das soll was heißen. Ja, ich habe nur so ein bisschen ein Grundgerüst angefangen. Also wie gesagt, falls ihr auch hier im Projekt dabei sein möchtet, einfach unten in die Kommentare wieder schreiben. Und dann machen wir einen Termin aus. Kein Problem. Ich habe immer Zeit. Hochschule, Schule und so. Nix da. Erstmal heute Mathearbeit verkackt. Jawoll. Nein, ich habe kein Holz. Also ich muss sagen, dass ich mich heuer auf jeden Fall besser schlage wie vor. Ja. Heuer? Also so Schule, ja. Schulemäßig, da bin ich... Ich heuer heute? Heuer mega Streber. Heuer. Heuer ist heute? Dieses... Nee. Was ist heuer? Ist dieses Jahr. Ach so. Na, ich bin der österreichischen Sprache nicht so gewachsen. Ja. Oh, Lord. Das muss man halt einfach können. Ja, das muss man echt können. Und dann auch noch kärntnerisch, glaub. Ja. Oder? Ja. Willst du mal kärntnerisch reden? Nee. Nicht? Weil das müsst ihr euch echt mal reinziehen. Also wenn ihr mal... Du Skype schau mit deinen Abonnenten. Also sagt einfach mal, Trissi, rede jetzt mal kärntnerisch mit mir. Weil... Ja. Ich sag mal, erstens, ihr bekommt ein Lach... Nee, sag ich jetzt nicht. Ja, man bekommt echt ein Lachflash. Ich bekomme auch ein Lachflash, wenn ich... Ein Schweizer, Ja, okay, Schweizer gehen aber echt null. Ja, ja, okay. Vor allem, wenn die so ein Bärendeutsch reden, dann verstehe ich die überhaupt nicht. Unser Owner, Schweizer, also ich will nichts sagen. Ja, nicht unser Owner, sondern unser Hoster. Lieber Luca. Ich weiß nicht, ob das zu groß ist. Soll ich mal vorbeikommen? Nee, passt schon. Ah, ich sehe es ja von hier. Ach nö, finde ich nicht. Ich mach's lieber noch ein bisschen kleiner. Nein. Doch. Ich find's gut. Ich seh dich gerade bauen. Ja. Und bist immer noch so verschwenderisch. Es ist nicht verschwenderisch. Oh, okay. Vorhin habe ich alles aus diesen komischen Fichtenblöcken gemacht. Gott, bist du verschwenderisch. Meine ich ja. Wo ist hier ein Wald? Warte. Rechts. Ja. Also rechts, hier so, wo ich bin jetzt? Ja. Okay. Immer weiter. Ich finde ganz sicher nicht mehr zurück. Der Wald ist ganz, ganz dicht. Ja, ich kann mich nur erinnern, wo du dich verirrt hast und dann erst wieder bemerkt hast, ja, dass du im Kreis gelaufen bist. Ja, gut, passiert mal. Würde ich mal sagen. So, ich versetze hier erstmal meine Treppe. Mach das. Denn die hat mich ein bisschen angekotzt. So. Warum habe ich jetzt vier Treppen übrig? Was? Okay. Weil brauchst du noch irgendwas? Du brauchst doch bestimmt Glas, oder? Ja, auch. Okay. Ich hab Glas. Okay, nice. So. Da hab ich doch. Hättest du irgendein. Gott, ich bin so blöd. Ein Gesprächsthema. Weihnachten. Ja, okay, aber reden wir über Weihnachten. Wie sieht's bei euch aus, wenn Weihnachten oder der Weihnachtsabend am Weihnachtsabend? Also auf jeden Fall, ich weiß nicht warum. Aber so richtig religiös. Also ich bin nicht katholisch, ich bin evangelisch. Meine Eltern und alle, die gehen halt immer noch in Kirche. Also ich auch. Aber
Ja, wie soll ich sagen, so richtig also Religionsunterricht in der Schule mag ich eigentlich nicht mehr, weil. Ich auch nicht. Wenn ich jetzt ehrlich bin, ich glaube nicht so richtig an Gott. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Nee, also, ich sag, jeder hat seine eigene Meinung. Also, ich kann sagen, ich glaube so ein bisschen an Gott, aber überhaupt nicht an die katholische Kirche oder generell an die Kirche, weil es einfach der Geldgeisterverein überhaupt auf dieser Erde. Okay. Ja, also wie sieht's bei euch aus? Also, wir gehen vormittags schmücken wir immer den Baum, weil der da erst kommt. Ja, liebe Leute, unser Baum kommt am 24. Das heißt, morgens geht's ans Schmücken. Also das macht mein Vater, ich bin am PC. Und ja, es ist echt so, ohne Witz. Und, okay. Und dann geht's in Kirche, ich glaube von 5 bis 6. Jetzt bin ich überfragt, keine Ahnung. Okay. Und dann kommt mein Opa. Okay. Und dann essen wir Fondue. Okay. Nice, und das essen wir in Silvester. Echt? Mhm. Nee, dann gibt's Fondue und dann ist Bescherung, dann kriegt jeder seine Geschenke, dann hocken wir noch zusammen und dann, ja, dann ist so 9 vielleicht vorbei und dann war's es auch, dann gehe ich wieder hoch an mein Bild. Dann gucken wir vielleicht noch ein bisschen, also dann gucke ich wahrscheinlich noch ein bisschen Fernseh oder bring vielleicht noch mal ein Weihnachtsspecial raus, ich habe keine Ahnung. Und Silvester ist halt bei uns immer oder oft so, dass wir. Also wie soll ich jetzt sagen, meine Mutter, ihre beste Freundin, hat ein Restaurant und die machen immer so eine so eine Silvesterfeier. Ja. Und da gehen wir immer essen und dann ist da anschließend auch noch Feuerwerk, aber da gehen wir oft immer nach Hause und wir feiern dann selber, also ballern selber rum. Okay. Und ja, sonst eigentlich nichts. So im Grunde. Nice. Und wie sieht's bei euch so aus? Also bei uns ist es sehr, sehr kompliziert. Echt? Ja. Also an Weihnachten erstmal um 5 Uhr früh aufstehen. Was? Ja, zum Fahrer rüberlaufen, dort so ein komisches Feuer holen. Dann fahrst du mit dem Auto so rum und segnest halt die Häuser mit diesem komischen Licht. Dann bekommst du von jedem Dritten ein bisschen Kohle. Also so. Von jedem Dritten. Ja, auf jeden Fall kriegst du halt Geld. Okay. Dann ist es so um 6:30 vorbei, dann gehen wir nach Hause, schlafen halt weiter, zumindest wir Gamer halt. Und ja, dann. Du musst es doch schaffen durch, oder? Naja, wenn man vorigen Tag ein bisschen zu lang gezockt hat, ist nicht so geil, aber sonst ja. Auf jeden Fall dann so gegen 2 Uhr gucken wir, dass alles passt, dass Geschenke eingepackt sind, weil wir haben halt, also ich habe ganz viele kleine Verwandten, also jüngere, ja. Die 3, 4 sind und deswegen müssen wir halt so tun, wie wenn das Christkind kommt, so heißt das bei uns. Ja, bei uns eigentlich auch, Weihnachtsmann, Christkind, ist eh alles gleiche. Jo, eh. Und dann ja auf jeden Fall um so 6 Uhr abends fahren wir dann alle zu meiner Oma. Dort ist wirklich so ein richtiges Familientreffen. Das sind wirklich alle. Okay. Und dann gucken wir erstmal, dass wir Kirche gehen. Wer nicht Kirche geht, bekommt kein Geschenk. Richtig geil. Ja. Darauf besteht halt meine Oma. Und ja, dann fahren wir wieder hin, spielen ein bisschen Karten, also Pokern und so. Okay. Ja, und dann gibt's auch die Bescherung und dann bleiben wir alle noch locker so bis 11, 12, essen Raclette. Raclette? Ja. Was ist denn das bitte? Also es sind so kleine Pfännchen oder Pfannen, ja. Mehrzahl, weiß ich nicht, auf jeden Fall. Ja, Pfannen. Da packst du halt Gemüse rein, Käse rein, das packst du alles dann in dieses komische Gerät rein. Das bratet das dir. Okay. Und danach isst du das halt. Und oben backt man Fleisch rauf und ja, schmeckt halt voll geil und ich feiere das. Mein Gott. Wenn du sagst Familienfeier, wie viel kommen da? So. Also im Groß, also voriges Jahr, ja. Da hatten wir noch nicht so viele Kinder, da waren es
über 25 Leute. Was, wirklich? Ja. Oha. Und das, wenn du sagst, das heißt, jetzt sind viel mehr Kinder da oder was? Ja, jetzt sind 4 neue Kinder. 4 neue, oh mein Gott. Wie sich das anhört. Und da die halbe Verwandtschaft voriges Jahr nicht mal da war, also heuer wird es wahrscheinlich noch ein bisschen enger wie voriges Jahr. Oh. Das heißt, deine Oma hat auch so ein richtig großes Haus dann? Nee. Nicht? Noch kleiner wie bei uns. Und da, sie hat halt so einen kleinen Nebentisch, auf den essen meistens die Kinder, und so einen fetten Tisch, da passen vielleicht 10 Leute ran. Und der Rest steht halt, wartet, bis ein Teil schon gegessen hat. Ah, okay. Oder was auch immer. Okay. Ja, ist richtig creepy. Aber ist nice, ja.